Die Lungenaufnahme ist mit die schwierigste Aufnahme für die medizintechnischen Röntgenassistentinnen, die ja die Aufnahmen durchführen. Also an dieser Stelle auch mal eine Würdigung für dieses Berufsbild. Und Thoraxröntgen, also Lungenröntgen, ist nicht einfach. Da sehen Sie jetzt mal so ein Beispiel. Diese Patientin, das ist eine Frau, man sieht das hier an den Brustweichteilschatten. Wenn nur in der Einatmung kann ich die Lunge ganz sehen, in der Ausatmung nicht. Sie hat die Luft gut angehalten. Man sieht hier die Zwerchfelle, das ist das rechte und das ist das linke. Im Röntgen ist immer alles seitenverkehrt. Das erschwert manchmal das Privatleben, weil man dann auch alles verwechselt. Also das heißt, wir gucken die Frau jetzt von vorne an, sie steht Ihnen gegenüber. Das ist demzufolge ihre rechte Seite und das ist ihre linke Seite. Röntgenstrahlen durchdringen die leichten Strukturen, die weniger dichten, natürlich stärker und erzeugen ein dunkles Bild. Das ist hier dunkel, das ist dunkel. Also so gesehen die rechte Lunge, die linke Lunge. Und in der Mitte, in der Brust haben wir unser Herz und eine große Schlagader, die aus dem Herzen führt und dann nach unten in den Körper, auch das Blut nach unten in den Bauch und die Beine bringt. Der Brustkorb wird ja von den Rippen umgeben, die kann man hier sehen. Tang, 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 tang. Hier die Rippen sieht man auch. Und natürlich hinten ist die Wirbelsäule. Und die sieht man dann im Seitlichen sehr schön. Das sind hier, das ist zum Beispiel ein Brustwirbelkörper, das ist ein Brustwirbelkörper. So, wer jetzt aufgepasst hat, weiß, Knochen ist dichter als Muskel. Demzufolge müsste der Knochen weißer sein als der Herzmuskel. Also ganz logisch. Und wenn ich jetzt aber hier mal so gucke, würde ich sagen, naja, also mir kommt der Herzmuskel hier aber weißer vor als der Knochen. Was könnte das bedeuten? Das könnte bedeuten, dass der Knochen einfach nicht mehr so dicht ist, wie er vielleicht bei einem jüngeren, gesunden Menschen ist. Und das ist ja eben auch eine relativ normale Erscheinung. Wir haben eine 89-jährige Frau. Diese Frau wird wahrscheinlich eine Osteoporose haben oder zumindest eine Kalksalzminderung. Und dadurch ist der Knochen transparenter dargestellt, als er vielleicht bei einem anderen Patienten ist.